SPD ist die nächste Rednerin. Muss ich mal eintrinken? Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. In den letzten Wochen und Monaten war das Phänomen der sogenannten Clan-Kriminalität oft in den Medien zu finden. Und das scheint auch wohl der Grund dieser beiden Anträge zu sein. Allerdings ist das Thema schon etwas länger auf der Tagesordnung der Sicherheitsbehörden. Aber laufende Ermittlungen sollten zum Beispiel auch nicht öffentlich diskutiert werden, falls das noch nicht bekannt ist. Aber ja, grundsätzlich hätte das Problem schon Jahre eher im Fokus stehen müssen, aber genauso wie gesamte organisierte Kriminalität. Ich habe schon als Polizistin mit Clanstrukturen zu tun gehabt. Niedersachsen und Bremen sind neben NRW und Berlin die hauptbetroffenen Bundesländer dieses Phänomens. Und das erkennt man daran, dass das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen schon 2017 ein europäisch gefördertes ISF-Projekt genau zu diesem Thema installierte. Bei diesem Projekt KEAS wurden auch die internationalen Verbindungen beleuchtet und Experten aus ganz Deutschland zusammengerufen. Auch das LKA Niedersachsen ist seit Jahren daran, sich ein besseres Bild des Phänomens der Onomastik, also der Namenskunde, bei denen herausgearbeitet wird, welche verschiedenen Schreibweisen zu einem Familienstamm zusammengeführt und somit auch Familienzugehörigkeiten nachvollzogen werden können. Denn eins ist dabei immer ganz klar, und das sagen die beteiligten Polizisten auch, es gibt Namens- und Familienstrukturen, die immer wieder auffallen und wo es Häufungen gibt und wo man von Clans sprechen kann. Aber auch diese Familien und deren Mitglieder gilt erstmal die Unschuldsvermutung. Denn Menschen, die oft in der Presse genannten Familiennamen in den verschiedensten Schreibweisen tragen, sind eben unsere Müller, Meier, Schmitz. Und sie gehören nicht zwangsläufig alle einer Familie an. Und sie sind nicht gleich kriminell, nur weil sie den Namen tragen. Es gibt Familienmitglieder, die rauben, erpressen oder mit Drogen handeln. Aber es gibt auch die anderen, die einfach nur in Ruhe hier in Deutschland leben, arbeiten und ihre Kinder großziehen wollen. Und deshalb ein kleines bisschen Vorsicht mit Zuschreibungen und Verdächtigungen. Das heißt aber nicht, dass es dieses Phänomen nicht gibt und dass wir das hier kleinreden wollen. Wir müssen nur genau bleiben. Clankriminalität ist die Begehung von Straftaten durch Angehörige ethnisch abgeschotteter Subkulturen. Sie ist bestimmt von verwandtschaftlichen Beziehungen, einer gemeinsamen ethnischen Herkunft und einem hohen Maß an Abschottung der Täter, wodurch die Tatbegehung gefördert oder die Aufklärung der Tat erschwert wird. Dies geht einher mit einer eigenen Werteordnung und der grundsätzlichen Ablehnung der deutschen Rechtsordnung. Und dann folgen noch 5 Indikatoren. Das ist die Definition vom Bund Deutscher Kriminalbeamten. Wir wollen die sagen, ganze Diskussion mal ein bisschen versachlichen. Clans gibt es also grundsätzlich unterschiedlichster ethnischer Herkunft. Einerseits agieren diese Täter wie die klassische organisierte Kriminalität, wie wir sie zum Beispiel auch von Rockern kennen. Hierarchische Strukturen, Abschottung, das Gesetz des Schweigens. Und andererseits ist die familiäre bzw. ethnische Komponente ebenso wie die extreme und kurzfristige Mobilisierungsfähigkeit ein ganz individueller Aspekt und nicht zu vernachlässigen. Denn damit stehen einem Beamten, der zum Beispiel nur eine Verwarnung für das Parken in der zweiten Reihe ausstellen will, innerhalb kürzester Zeit einer tumultartigen Menschenmenge gegenüber. Ich kann jeden Kollegen verstehen, der sich in bestimmten Gegenden das zweimal überlegt, ob er ein Ticket für so ein szenetypisches Auto ausschreibt. Aber es ist auch eine Frage von Einsatzkonzeption, ob man einen Beamten alleine dahin schickt. Bei Clans fühlt es zu dem Gefühl, dass sie machen können, was sie wollen, nur ihre Regeln gelten. Und für die Mehrheitsgesellschaft ist dieses Phänomen fast noch gefährlicher. Denn da arbeiten noch einige mit. Denn es unterhöhlt das Vertrauen des Bürgerinnen und Bürger in den Staat. So nach dem Motto, der kann mit seinem dicken AMG in zweiter Reihe parken und bedroht die regelnde Polizei und Ordnungsbehörde. Und es bleibt optisch vollkommen ohne Konsequenzen. Bei mir, also dem Bürger, der das so wahrnimmt, wird jede Kleinigkeit verfolgt. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Und da stellt sich schon mal grundsätzlich die Frage der Gerechtigkeit.
Ich bin deshalb sehr froh, dass auf der Innenministerkonferenz in Kiel in der vorvergangenen Woche auf Antrag der beiden sozialdemokratischen Innenminister aus Niedersachsen und Berlin nun ein umfangreiches Paket beschlossen wurde. Und es fußt auf den sogenannten Fünf-Punkte-Plan des Innensenators Geisel aus Berlin, der einen ganzheitlichen Ansatz fährt. Konsequente Verfolgung und Ahndung von Regelverstößen, also auch ein niederschwelliges Eingreifen. Vermögen einziehen, das bin ich heute noch froh, hat unser sozialdemokratischer Minister Heiko Maas damals gemacht. Das hat sehr lange gedauert. Seit 2017 klappt es, der Kollege hat es schon erwähnt. Verstärkte Gewerbe- und Finanzkontrollen, ob es nun mal der unverscheuerte Tabak in der Shisha-Bar oder irgendwas anderes ist, alles wird registriert und verfolgt, aber auch Entwicklung von präventiven Maßnahmen und Ausstiegsszenarien und die Etablierung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit, also um alle Erkenntnisse zusammenzuführen und gegebenenfalls strafrechtlich zu verfolgen. Das ist leider in der Vergangenheit nicht so passiert. Es ist gut, dass das BKA sich verstärkt mit dem Phänomen der klaren Kriminalität befasst, da es nicht nur einzelne Bundesländer wie Bremen, Niedersachsen, NRW und Berlin betrifft. Nein, es betrifft alle, denn zum Beispiel der Immobilienmarkt in anderen, zum Beispiel Stuttgart, Hamburg oder München, kann auch ein lukrativer Ort sein, um Geld aus kriminellen Geschäften weiß zu waschen. Mit dem neu geschaffenen Lagebild der klaren Kriminalität werden die Erkenntnisse aus den Ländern zusammengeführt. Denn nur mit einem aktuellen und vollständigen Bild kann Polizei und Politik auf diese Entwicklungen reagieren. Und da es Verflechtungen zum Beispiel auch in die Türkei, in den Libanon oder andere europäische Staaten gibt, ist es natürlich logisch und unverzichtbar, dass auch Europol in die Ermittlungen mit einbezogen wird, was ja schon passiert. Zu guter Letzt möchte ich noch auf einen Aspekt eingehen, und das passt, weil wir gerade diese Woche noch das Staatsangehörigkeitsrecht geändert haben. Ich bin nicht der Überzeugung, dass das Problem der kriminellen Clans dadurch gelöst wird, alle Täter einfach abzuschieben. Denn viele haben inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Diese zu entziehen ginge nur bei Menschen, die noch eine weitere haben. Betroffene sind aber auch staatenlos. Und selbst wenn keine deutsche Staatsbürgerschaft vorliegt, so bestehen mit Ehen mit deutschen Staatsangehörigen oder ihre Kinder sind Deutsche. Lassen Sie uns die Probleme, die wir als Gesellschaft vor 30 Jahren durch fehlende Integrationsmöglichkeiten, das ist ja eben schon mal gesagt worden, geschaffen haben, nachhaltig und konzeptionell lösen. Durch Strafverfolgung, durch Bildungs- und Integrationsangebote, aber eben auch durch gezielte Ausstiegshilfen für Menschen, die sich aus diesen Strukturen lösen wollen. Nur das kann ein Konzept sein. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Ulla Jelpke.